Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Steuereinnahmen sprudeln, sie sprudeln im Bund und sie sprudeln in den Ländern. Der Bund konnte mit 277 Milliarden ein historischer Höchstwert für die ersten 6 Monate in 2013 verzeichnet werden. Die Summe lag 3,5% über dem Vergleichswert aus dem Jahr 2012 und damit noch 1% über dem prognostizierten Wert der Steuerschätzer. Aber auch die freie und Hansestadt Hamburg braucht sich wahrlich nicht zu verstecken. Ganz im Gegenteil. Bis Ende Juni 2013 konnten mehr als 4,7 Milliarden verbucht werden. Das waren 27 Millionen mehr als im Vergleichszeitraum des Jahres 2012. Für das gesamte Jahr 2013 könne man, so die Steuerschätzer, mit Einnahmen von mehr als 9 Milliarden Euro für die Stadt rechnen. Als Grund für diese Entwicklung benannte ein Sprecher der Finanzbehörde gegenüber dem NDR vor einigen Worten die aktuell gute konjunkturelle Lage. Ich zitiere weiter aus dem Bericht, wenn viele Menschen arbeiten, wird eben auch besonders viel Lohn- und Einkommenssteuer gezahlt. Das ist richtig. Und meine Damen und Herren, das ist nicht nur richtig, das soll auch bitteschön so bleiben. Wir wollen, dass die Menschen arbeiten und damit in die Lage versetzt werden, Lohn- und Einkommenssteuer zu zahlen und das möglichst viel. Und damit das auch so bleibt, müssen wir vor allen Dingen eins vermeiden, Steuererhöhungen und Mehrbelastung. Die würgen nämlich die Konjunktur ab, sie vernichten Arbeitsplätze und sie führen letztendlich zu sinkenden Steuereinnahmen. Und Frau Heiburg, da hilft es auch nichts, wenn Sie hier an dieser Stelle diesen Zusammenhang leugnen. Und ich bin der CDU-Fraktion deshalb dankbar, dass sie den vorliegenden Antrag hier eingebracht hat, dem wir in allen Punkten zustimmen werden. Die Hamburger haben tatsächlich ein Recht darauf zu erfahren, was auf sie zukäme, wenn all die Steuererhöhungsfantasien von SPD und Grünen in die Tat umgesetzt würden. Ich benutze hier ganz bewusst den Konjunktiv, denn ich bin überhaupt nicht verzagt, Frau Heiduck. Es geht um Mehrbelastungen auf zwei Ebenen. Es geht zum einen um die persönliche Mehrbelastung durch einen höheren Steuersatz und es geht zum anderen um die konjunkturelle Entwicklung und die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Und von zweiterem sind noch deutlich Menschen direkt mehr betroffen als von einem höheren Spitzensteuersatz. Und man kann es gar nicht oft genug sagen und auch die Ausführungen meiner Vorredner von Herrn Quast und von Frau Heiduck zeigen jedoch ganz deutlich, dass die Aufklärung offensichtlich nötig ist. Denn anders als es SPD und Grüne darstellen, würden durch die Erhöhung des Spitzensteuersatzes eben nicht nur die Reichen und die Superreichen belastet. Nein, belastet würden die Leistungsträger unserer Gesellschaft, also die ganz normalen Angestellten und Facharbeiter. Ich habe schon vor einigen Wochen in einer Aktuellen Stunde an dieser Stelle darauf hingewiesen. Der Berliner Steuerrechtsexperte Frank Hechner hat es in der Wirtschaftswoche einmal vorgerechnet. Eine vierköpfige Familie mit einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von 5.151 Euro zahlt nach rot-grünen Plänen künftig mehr Steuern. 5.151 Euro als gemeinsames Familieneinkommen. SPD und Grüne belasten damit nicht die starken Schultern. SPD und Grüne belasten damit nicht die angeblich Reichen und Superreichen. Meine Damen und Herren, SPD und Grüne belasten damit die ganz normale, die ganz durchschnittliche Familie mit zwei Einkommen. Zum Beispiel die Familie in Harburg, wo ein Lehrer und eine Verwaltungsangestellte zusammenleben und Kinder großziehen. Das sind die starken Schultern, von denen SPD und Grüne künftig belasten wollen. Und weil das in der Diskussion auch immer falsch dargestellt ist, das sind nicht diejenigen, die vor 50 oder 60 Jahren den Spitzensteuersatz gezahlt haben. Den zahlte damals nämlich, wer das 20-fache des Durchschnittseinkommens bezog. Heute greift der Spitzensteuersatz bereits beim 1,8-fachen des Durchschnittseinkommens. Nicht die Reichen, sondern weite Teile der Mittelschicht sind betroffen. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und Herr Quast, da empfehle ich tatsächlich mal einen Besuch am Infostand. Da werden Sie merken, wie besorgt die Menschen über dieses Thema sind. Meine Damen und Herren, Sie sehen, mit Steuer- und Leistungsgerechtigkeit haben die Pläne von SPD und Grünen nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Die Vorschläge von SPD und Grünen sind ein Anschlag auf die Leistungsgerechtigkeit in Hamburg und im ganzen Land.
Die Leistungsbereitschaft und die Aufstiegschancen der mittleren Einkommensbezieher werden zerstört. Wenn schon Facharbeiter in die Situation kommen, den Spitzensteuersatz zahlen zu müssen und wenn selbst moderate Lohnerhöhungen durch die kalte Progression steuerlich aufgefressen werden. Und in diesem Zusammenhang ist und bleibt es mir wirklich schleierhaft, dass SPD und Grüne die Abmilderung der kalten Progression im Bundesrat blockieren. Auf der einen Seite vergeht doch kein Tag, an dem Sie nicht lauthals für Lohnerhöhungen und Mindestlöhne werben. Und auf der anderen Seite kassieren Sie dann aber einen Großteil davon wieder bei den kleineren und mittleren Einkommen ab. Das ist wirklich absurd und das hat mit Gerechtigkeit schon mal gar nichts zu tun, meine Damen und Herren. Aber damit nicht genug. Vor allem die Erhöhung der Einkommens- und der Erbschaftssteuer, aber auch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, wie sie die SPD will, oder der Vermögensabgabe, Pläne der Grünen, treffen das Rückgrat unserer Wirtschaft, treffen den Mittelstand besonders hart. 95% der Unternehmen in unserem Land sind mittelständisch geprägt. Es sind Handwerker, Freiberufler, kleine und mittelständische Unternehmen, die Verantwortung für ihre Mitarbeiter und ihre Auszubildenden übernehmen. Hunderttausende Firmen, die insgesamt 60% aller Erwerbstätigkeit in Deutschland beschäftigen, wären betroffen von den Plänen. Allein in Hamburg reden wir dabei über mehr als 45.000 Freiberufler, 15.000 Handwerksbetriebe und 381.000 Beschäftigte in den kleineren und mittleren Betrieben. Die Personengesellschaften, die mit 95% aller Unternehmen das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, wären nach den Plänen von SPD und Grünen dreifach belastet. Durch die Erhöhung der Einkommensteuer, durch die Erhöhung der Erbschaftssteuer und durch die Wiedereinführung von Vermögenssteuer bzw. Abgabe. Die Gesamtsteuerbelastung dieser Unternehmen würde nach Berechnung des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, ZEW, massiv steigen. 16% nach den SPD-Plänen und sogar 36% nach den Plänen der Grünen. Und der DIHK sieht 1,4 Millionen Arbeitsplätze in Gefahr. Das IFO-Institut meldet gestern, dass knapp die Hälfte der Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe seine Investitionen in 2013 reduzieren will. Das ist bedrohlich für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und gerade in diesen Zeiten eine Vermögenssteuer oder eine Vermögensabgabe einführen zu wollen, das ist extrem kurzsichtig und extrem schädlich, meine Damen und Herren. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch einmal daran erinnern, dass die Länder, als die Vermögenssteuer 1997 ausgesetzt wurde, für die wegfallenden Einnahmen ja entschädigt wurde. Damals wurde die Grunderwerbsteuer von 2% auf 3,5% erhöht, die erzielten Einnahmen verdoppelten sich fast und damit konnte auch der Wegfall der Vermögenssteuer für die Länder zu 2/3 kompensiert werden. Wer jetzt die Vermögenssteuer reaktivieren will, der sollte dann auch konsequent sein und die Grunderwerbsteuer wieder senken. Von solchen Plänen haben wir aber von SPD und Grünen noch nichts gehört. Steuern machen offenbar süchtig. Meine Damen und Herren, noch eine Anmerkung zu den Plänen, Einkommen aus Minijobs ab einer Höhe von 100 Euro voll zu versteuern. Gerade in einer Stadt wie Hamburg mit hohen Lebenshaltungskosten sind es nicht selten die Minijobs, die dazu beitragen, den Lebensunterhalt abzusichern. Viele Menschen sind auf einen Minijob angewiesen. Und liebe Kollegen auf der linken Parlamentshälfte, daran würde auch ein Mindestlohn nichts ändern. Die Mini- und Nebenjobs auf voll zu versteuern wäre eine enorme Belastung, gerade für die unteren Einkommensgruppen. Und dieser Vorschlag ist deswegen vor allem eins, er ist grotesk. Meine Damen und Herren, um es ganz klar zu sagen, wir müssen aufhören, neue Schulden zu machen. Und wir müssen so schnell wie möglich runter von unseren Schuldenbergen. In Hamburg waren sich SPD, Grüne und FDP daran ja 2012 auch einig, als wir gemeinsam die Schuldenbremse in die hamburgische Verfassung geschrieben haben. Den Menschen jetzt aber weismachen zu wollen, dass der Staat nur dann mit seinem Geld auskommen kann, wenn er seinen Bürgern und den Unternehmen kräftig in den Geldbeutel langt, das ist grundfalsch. Der Standort Hamburg würde sich für Arbeitnehmer, für freie Berufe, für Handwerk und Industrie sowie die Wettbewerbsfähigkeit aller Unternehmen erheblich verschlechtern. Wir brauchen private Investitionen und Wachstum durch Konsum. Darum sollen die Bürger von ihrem Einkommen mehr haben und nicht weniger. Unterstützen Sie deshalb am 22. September die gute, die hervorragende Arbeit der Bundesregierung aus CDU und FDP. Vielen Dank.